Ahoi zusammen zu einer neuen Folge Gameplay. Ich habe mal meine bisherigen Gameplay-Episoden durchgeguckt und ich hatte ja ursprünglich mal gesagt, dass ich für YouTube mit den Deutsch-Schlachtschiffen unter anderem anfange. Da war aber bisher jetzt außer mal ein Gefecht mit der Nassau auf Stufe 3 jetzt nichts mehr weiter dabei. Und deswegen habe ich mir gedacht, nehmen wir uns heute mal der Bayern an. Denke, die damals angefangen haben mit dem Spiel oder in den letzten Zeit, zum letzten halben Jahr, und auch die deutschen Schlachtschiffe angefangen haben, die dürften jetzt so auch bei der Bayern sein. Ungefähr ein 10-Punkte-Kapitän, das halte ich für realistisch auf Stufe 6. Gucken wir mal kurz. Meine Bayern ist natürlich voll ausgebaut. Die steht seit mittlerweile 2 Jahren bei mir im Hafen. Grundsätzlich würde ich sagen, Rumpf vor Geschwindigkeit, vor Feuerleitanlage. Ja. Also die 17,7 Kilometer, die sind jetzt, naja, da ist die Streuung dann schon extrem fragwürdig. Darüber hinaus hier einen Schwung Verbrauchsmaterial, alles Premium. Verbesserungen habe ich alles eingebaut, was zur Reduzierung von Bränden und Wassereinbruchdauer drauf spielt. Sekundär einfach. Ich habe da Freude dran. Ist allerdings mehr ein nettes Gimmick nebenher, weil auf Stufe 6 die Sekundärbatterie noch nicht so potent ist. Der Kapitän ist eigentlich ein Standard-Schlachtschiff-Kapitän, vorrangiges Ziel. Adrenalinrausch, Inspekteur und Brandschutz. Ja, gerade wenn dann doch ein paar gegnerische Kreuzer unterwegs sind, die sehr viel Hochexplosiv-Granaten durch die Luft schmeißen. Da ist es dann schon sehr nett, wenn man die Brände so weit als möglich reduzieren kann. Ansonsten gibt es zu Bayern eigentlich nicht viel zu sagen. Hat auf Stufe 6 380 mm Geschütze, ist also damit eher am oberen Ende anzusiedeln, was das Kaliber angeht. Und ich würde sagen, wir gehen dann einfach mal in ein Gefecht. Probieren wir es ein zweites Mal. Ein weiteres Stufe 8 Gefecht. Diesmal haben wir Träger dabei. Wir haben mehr höherstufige Schlachtschiffe. Es sind mehr DDs mit dabei. Und mit ja, Ausnahme der Eagle, die hat eine relativ kurze Torpedoreichweite. Also die geht bei 6,8 Kilometer auf 108 Kilometer Torpedoreichweite. Die, klar, geht auch, dass sie unsichtbar torpen kann, aber das ist eher unwahrscheinlich. Dagegen die Gaja, die Asashio sowieso und die Akizuki, die können alle ganz entspannt aus dem Verborgenen heraus torpen. Und so wie unser Team aufgestellt ist, ist es mal wieder an mir, zumindest die D-Seite hier ein bisschen zu halten oder einfach den Vorstoß des Gegners, wenn er denn da kommt, zu verlangsamen. Wir sind hier in Stufe 6 DD, in Stufe 7 Kreuzer und ich. Unser Träger scoutet, das finde ich sehr toll. Der guckt einfach mal, wo der Gegner hinfährt. Auf der anderen Seite fahren die zwei T7er Schlachtschiffe und ein T8 Schlachtschiff nach A. Deswegen hoffe ich mal, dass unsere Vladivostok hier mit nach D kommt. Gucken wir mal. Vielleicht kommt der ja mit, weil gegen zwei Tirpitzen, da kann ich eigentlich nur gewinnen, wenn ich aus dem Verborgenen schießen kann. Oder die permanent mit HE schießen, aber selbst dann eine Tirpitz hat. Das hier ist die reguläre Trefferpunktzahl der Tirpitz, die andere, die 72.000, ist ein Indikator dafür, dass der Kapitän den oder der Spieler den Kapitän mit der Fähigkeit Experte der Überlebensfähigkeit ausgestattet hat, das dann ein bisschen extra Trefferpunkte bringt, was ich auf einem Schlachtschiff für absolut fragwürdig halte. Denn prozentual gewinnt man so wenig dabei, dass sich das eigentlich nicht lohnt. Auf DDs ist der Skill definitiv eine gute Fähigkeit. Auf manchen Kreuzern kann man drüber debattieren, ob der etwas taugt oder nicht. Aber gerade bei Schlachtschiffen, nein, danke. So. Immerhin kann ich hoffen, dass die Tirpitz da unten
konstant schön Breitseite zeigt. Ja, wir gehen aber immer noch auf, wenn wir feuern. Jetzt nicht mehr. Aber wir haben immerhin schon mal Schaden gemacht. Und jetzt immerhin, oh, die Vladivostok kommt zu uns, na, das ist schon mal gut. Während die andere Tirpitz hochexplosiv schießt. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen fragwürdig, aber okay. Und der dreht sogar ab. Also, kleiner Tipp für euch, auch von der gegnerischen Tirpitz können wir was lernen. Wenn ihr ein Schlachtschiff-Top-Tier seid, gut, ihr wisst jetzt nicht, welcher gegnerische DD sich da im Cap befindet, aber dann könnt ihr vor einem Stufe 6 Schlachtschiff nicht wegfahren. Da müsst ihr drauf pushen, ja. Ihr seht, das, was der Gegner jetzt sehen wird, ist unsere Miyoko und mich hat er gesehen, jetzt auch unseren DD. Da kann man definitiv dann sagen, alles klar, ich push rein. Da brauche ich keine Angst vor zu haben. So, na, dann machen wir das jetzt mal peu à peu und nehmen uns als erstes mal der Normandie hier an. Na, da werde ich, glaube ich, nicht ganz rumkommen. So, was ich jetzt hier probiere, ist zu versuchen, die Insel zwischen mir und den beiden Tirpitzen zu halten. Wenn die Indianapolis so weiterfährt, dann ist das gut für uns, weil dann kriegen wir die schön alleine vor die Flinte, genau. Die Geschosse kommen auch noch über die Inseln, aber ihr seht, selbst auf die Entfernung streut das Ganze schon gewaltig, aber immerhin 8000 Damage. Die Indianapolis zündet Radar. Ja, und natürlich dreht er rein, würde ich genauso machen. Ich würde nicht warten, dass da... Oder nicht weiter geradeaus fahren. Ja, hat leider nicht mehr gepasst. Und jetzt müssen wir auch schon aufpassen, denn da hinten kommt die Tirpitz um die Ecke. Stehen noch relativ angewinkelt. Feueralarm! Aber aus irgendeinem Grund hat die Tirpitz nicht auf uns geschossen, sondern auf das Stufe 8 Schlachtschiff in der Mitte. So. Unsere DDs hier müssen jetzt endlich mal cappen, sonst haben wir bald ein richtiges Problem. Haben wir zwar mehr Schaden gemacht in dem Gefecht, aber verloren hätten wir es dann trotzdem. Und das mag ich eigentlich gar nicht. Ich mag nicht verlieren. So, wir können auch mal einen Heal zünden. Ja. Eigentlich könnte ich es mir leisten, von den Strukturpunkten da noch zu warten. Nur es dauert halt immer, bis der auch wieder da ist. Und dementsprechend... Oh, das ist sehr gut. Dementsprechend hat der natürlich auch einen Cooldown. Und es nützt mir nichts, wenn ich in irgendeine Situation reinpushe. Und mein Heal ist nicht verfügbar. Na, sehr schön, die Normandie dreht Breitseite. Wir gehen mal kurz vom Gas. Wir wollen ja nicht zu weit weg. Jetzt schießt die Akizuki auf uns. So, auf die Indianapolis zu fahren ist jetzt eigentlich... Nein, das müssen wir machen. Bei 30 Strukturpunkten. In der Hoffnung, dass eine Mumpel trifft. Sehr schön. Und jetzt fahren wir weg. Also, das habt ihr schon gemerkt, als ich hinter der Insel gedreht habe. Wir müssen jetzt wegfahren. Einfach, weil der Vor- oder die Macht des Gegners hier zu groß ist. Wir haben einen Stufe 8 DD. Wir haben zwei Stufe 8 Schlachtschiffe. Und so allmählich habe ich den Eindruck, wir können das Gefecht drehen. Ja, die Akizuki soll uns hier ruhig beschießen, da passiert relativ wenig. Unsere Flugabwehr ist auch noch größtenteils intakt. Die Akizuki hat auch nur, in Anführungszeichen, nur 10 Kilometer Torpedos. Ja, ich war die ganze Zeit so bei 10 und ein bisschen mehr Kilometer entfernt. Das heißt, da haben wir dann durchaus den... sind durchaus in der sicheren Reichweite.
So, kluger oder wenn wir es richtig machen wollen, müssen wir jetzt eigentlich ein Kreuzfeuer auf die Tirpitz, auf diesen Killer da aufmachen, ja, dass unsere Wladiwostok nach Süden fährt und nicht gegen die Insel und dabei nicht dutzende Treffer frisst. Aber die Tirpitz macht das ganz geschickt, die bleibt da einfach Bug voraus stehen. Dann können wir ihr wenig Schaden zufügen, zumal die Geschosse auch richtig schön daneben gingen. Klar, sie kann nicht ihre gesamte Breitseite einsetzen, aber das will er vielleicht auch gar nicht, sondern er will uns einfach erstmal vom Cap wegdrängen. Und sobald wir dann weit genug weg sind und er ein bisschen Luft hat, kann er Gas geben. An der Stelle ist es auch absolut okay, dass wir wegfahren, denn wir haben einen Punktevorsprung, wir haben einen Schiffsvorsprung, Caps ist Gleichstand. Das heißt, wenn der uns nicht hinterherfährt, ja, ist okay, dann soll er ruhig, weil das kostet ihn Zeit und damit Chancen, das Ganze zu gewinnen. Wohingegen wir dann in Ruhe die Spielsituation neu aufbauen können. Und gleich müssten wir dann. Ach, da ist die Gacha in der Mitte. Okay, da müssen wir dann aufpassen. So, jetzt sind wir unspotted, weil die Gacha da in der Mitte aufgesmoked hat. Und da kommen auch die Torps der Gacha. Ah, das habe ich zu spät gesehen. Aber immerhin, Gott sei Dank, nur einen Torpedo gefressen. Da kommen die zweiten. Die Gacha ist tot. Dann kann ich auch gleich reparieren. So. Und jetzt haben wir die Situation, die ich eigentlich haben wollte, wobei die geht auch schon wieder dahin. Wenn unsere Wladiwostok da, wo sie jetzt ist, stehen bleiben würde, ja, dann würde sie die Tirpitz zwingen, ihr den Bug zu zeigen und wir könnten die Breitseite der Tirpitz beschießen. Ihr habt jetzt auch gesehen, ich habe nicht auf die Tirpitz da unten geschossen, weil der Gegner meine Position vermutlich nicht kennt. Der wird mich zuletzt hier gesehen haben. Es kann sein, dass er mich gesehen hat, als ich drehe, aber er weiß jetzt nicht, wo ich bin. Das heißt, ich kann jetzt versuchen, die Entfernung zu Tirpitz B, zur Black da drüben, zu reduzieren. Warum mache ich das? Je näher ich rankomme, umso größer die Chance, dass meine Geschütze auch was treffen. Und gerade wenn er dann Breitseite zeigt, habe ich die Möglichkeit, ihm da gut Schaden zuzufügen. Jetzt bremst er aber, das heißt, er kommt so nicht hinter der Insel vor. Und ich vermute, der wird dann gleich nach Süden fahren. Also immerhin, das Gefecht lief schon mal besser als das letzte. Ja, der wird uns sehen. Ja, ich gucke hier gerade, ob die Insel hoch genug ist, aber das wird nicht reichen. Und wie zu erwarten, die andere Tirpitz dreht nach Süden ab. Dann können wir jetzt auch tatsächlich das Feuer eröffnen. Genau. Und jetzt soll die Tirpitz B ruhig wissen, dass wir noch hier im Norden sind. Während wir hier ein weiteres Gegnerschiff versenkt haben. Ah, der dreht Breitseite raus. Sehr schön. Das heißt, da kommt es jetzt noch zu einem kleinen Brawl am Schluss, wenn die Punkte nicht vorher zu Ende gehen. Und das ist so die ideale Situation. Ich habe die Insel zwischen mir und der Tirpitz. Oder ich habe ihn vorher gesehen. Ja. Zwei Durchschläge, da ist aber nicht viel Schaden bei rumgekommen. Schade. So, und jetzt müssen wir natürlich aufpassen, denn die Tirpitz hat Torpedos, auch die Black. Und ich werde jetzt hier nicht weiter drehen, denn seine Hecktürme sind da. Ja, zwei Abpraller, also. Da merkt ihr schon, da sind halt jetzt die deutschen Schlachtschiffe in ihrem Element. Sowohl die Bayern als auch die Tirpitz. Und die paar tausend Damage, die tun mir jetzt nicht weh. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass das mit den Torpedos nicht daneben geht. Oder will er mich sogar rammen? Na, das glaube ich jetzt nicht, aber da auch, da dreht er jetzt Breitseite für die Torps. Und da haben wir ihm eine 9000er Salve reintreiben können. Und er wartet wirklich bis zuletzt mit seinen Torpedos. Ja.
So geht's halt auch. Er hat zwar jetzt vermutlich gut Schaden gemacht, aber seinem Team hat er damit nicht geholfen. So, das sieht schon besser aus. Ja, wir wurden versenkt. Das ist okay. Wir haben der Tirpitz am Schluss noch gut Schaden zugefügt. Gucken wir mal, wie viel das insgesamt war. Ah, da 32.900, also da haben wir dann doch ein bisschen was eingeschenkt. 68.000 Schaden getankt bei 51, die wir haben, also knapp 70 nochmal. Knapp 20.000 Damage oder Schadenspunkte, noch Strukturpunkte nochmal draufgelegt. Wir haben es geschafft, die Indianapolis mit ihren 30 HP noch zu versenken. Das war durchaus wichtig. Stehen im gesunden Mittelfeld als Low-Tier in einem Achter ist es absolut in Ordnung. Und in dem Gefecht hätten wir jetzt auch ohne Premium um die 60.000 Gewinn gemacht. Das ist dann durchaus was, wo man sagen kann, jawohl, da kann man sich dann langsam ein bisschen ein Polster antrainieren. Und das ist dann auch so der Punkt, wo ich sage, Stufe 6 wäre dann so die Stufe, wo es für einen Free-to-Play-Spieler auf Dauer eigentlich am besten läuft. Und man sagt, hey, da habe ich wenig Ausgaben. Ja, ihr habt gesehen, das Gefecht, wo ich nur 6.000 Schaden gemacht habe, habe ich keine 2.000, 3.000 Kreditpunkte verloren. Und jetzt hier bei einem Sieg hätte ich mit meinen 50.000 Damage ein bisschen drüber auch gut Kreditpunkte gemacht. Und wenn ihr dann mal wirklich eine sehr gute Runde habt, so 80.000, 90.000 Damage, soll es ja auch geben, dann könnt ihr da gut Credits farmen. Ansonsten war es das heute schon wieder von mir. Hoffentlich nicht allzu lang für euch zum Zugucken. Ich hoffe, ihr habt was gelernt dabei. Wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Spiel und bis zum nächsten Mal. Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.